denke, es geht weniger um ein Werkzeug, sondern eher um ein Format. Nämlich, dass man das Blended Learning Konzept mehr einsetzt. Das hat mir auf jeden Fall sehr geholfen. Also wenn ich Lernvideos gehabt hätte, die ich mir zu Hause hätte anschauen können, also gar nicht so sehr Vorlesungsaufzeichnungen, sondern also so kurze Lernvideos, in denen man einzelne Konzepte lernen kann, die immer wieder anschauen kann, auch in den Lerngruppen. Und dann aber in der Präsenzphase viel mehr Professor Fragen stellen kann, Professorin, nachdem. Und ja, mehr die Uni zum interaktiven Austausch nutzen, als nur zur Wissensaufnahme, vielleicht, dass man was erzählt bekommt.